Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplänzung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben in der letzten Folge schon wieder im Pausenmodus gearbeitet und heute drücke ich natürlich direkt auf Play, damit wir hier auch Rambazamba im ganzen Zoo haben. Und mir ist aufgefallen, dass dieser Baum sehr gut da aussieht. Allerdings würde ich den ein klein bisschen versetzen, denn ich habe ein Problem. Die Tiere entkommen. Und das, obwohl die Gehegemauern da sind. Oh oh. Oh oh. So, jetzt versetzen wir erstmal ganz kurz den Baum. Ja, habe ich ja schon gemacht. So, wollte ich den nämlich noch ein klein bisschen wieder zurück. Warte, warte, warte. Weil der passt nämlich perfekt da rein, ne? Der passt hier. Na, warte. Der passt eigentlich perfekt hier hin. So würde ich den dann. Warte. Gucken wir mal. Ja, noch ein bisschen nach rechts würde ich den, so würde ich den platzieren. Ne? Dann haben wir genau die Mitte. Sensationell. Okay, jetzt haben wir Stress im Kopf, weil es ist ein Tier entkommen. Der Koala. Los Koalos. Was machen wir denn jetzt? Notfall einfangen von Tier. Ja, natürlich. Aber warum? So, ich gucke mal ganz kurz nach. Verbrechen, die wollte ich natürlich auch noch beseitigen. So. Und dann schauen wir mal bei den Mitarbeitern. Arbeitsbereiche. Afrika, Australien, da haben wir doch. So, Arbeitsbereich haben wir unterteilt. Okay, das ist als Gehege definiert worden. Warum haut der dann ab? Weil normalerweise darf der ja nicht abhauen, oder? Sehe ich das falsch? Oder weil ich die Steine zu niedrig gesetzt habe? Oh wei. Wie kann man das Gehege anklicken? Nur durch die Tür? Ja, nur durch die Tür. Okay. Barriere bearbeiten. Dann müssen wir die ein bisschen höher ziehen, ne? Dann müssen wir die ein bisschen höher ziehen. Müsste ja machbar sein. Oder hauen die dann trotzdem noch ab? Aber der ist ja auch nicht gesprungen. Der ist ja da durchgelaufen. Als wenn da nichts gewesen wäre. Der denkt sich... Oh, unsichtbare Wand. Gibt es nicht. Also gehe ich da durch. Oh je. Oh je. Jetzt haben wir richtig Stress im Kopf. So. Und wie hoch haben wir die denn aktuell? Ja, dann machen wir die auf 1,50. 2 Meter. Komm, wir machen die auf 2 Meter. Dann dürft ihr eigentlich kein Tier mehr abhauen, oder? Ich weiß es nicht. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Du dürftest ja eigentlich jetzt nicht mehr abhauen. Freundchen. Hoffe ich. Okay, du kletterst schon mal da hoch. Das ist in Ordnung. Du sammelst die Kiste ein, machst jetzt ein Pack-Opening auf deinem Kanal. Kehrmeister. LP. Und du guckst dir das Ganze in Ruhe an, ne? Beobachtest du denn den Zaun? Der kommt bald weg. Der kommt bald weg. Keine Sorge. So, Gott sei Dank. Der ist jetzt hier wohl behütet. So, in der letzten Folge hatte ich so ganz kurz angeschnitten. Ich hatte mir Gedanken gemacht und ich würde gerne hier tatsächlich das auch nutzen. Ja. Und zwar als Höhle für die Koalas, damit die sich zurückziehen können. Wir müssen nur mal schauen, ob wir für die Koalas eine Unterstellmöglichkeit haben oder beziehungsweise, ach, wir bauen das so, ne? Wir bauen einfach hier eine Höhle hin und dann müsste das ja schon reichen. Wir gucken mal, warte mal. Es gab doch diesen flachen, da ist er doch. So, den habe ich gesucht. Jetzt machen wir den als Untergrund, als Basis. Als Basis für die Höhle. Muss jetzt gerade nur überlegen. Weil theoretisch und praktisch gesehen müssen wir jetzt hier ein bisschen weiter nach da gehen, damit die Höhle auch eine Höhle wird. Ne? Damit hier so eine Unterstellmöglichkeit ist. Warte mal, wenn wir den jetzt wegmachen. Moment, wir machen den jetzt mal weg. Was passiert dann? Dann passiert Folgendes. Okay, was ist denn jetzt hier in Aufmerksamkeit schon wieder? Nix. Das war einfach nur wieder, ich muss mich in den Mittelgrund spielen. Mittelpunkt stellen, ja. So.
Warte mal, wir drehen das jetzt mal. Ne, wir drehen das andersrum. Ja, so können wir das auch machen. Dann würde ich das gerne nochmal ein bisschen... jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, es so rumdrehen, ja. Dann wieder zurück. Hierhin. Ein bisschen nach unten. Und dann haben wir es schon, ne? Haben wir jetzt hier alles verdeckt? Ne, haben wir nicht. Okay, dafür nehmen wir aber den Lückenfüller. Der Lückenfüller ist dafür sehr, sehr gut geeignet. Weil den würde ich jetzt einfach hier schwuppdiwupp, würde ich den jetzt hier reinziehen. Ah ja, siehste, hat er auch gesagt. So, und dann setzen wir den bis da. Ne? Jetzt haben wir da alles abgedeckt. Da haben wir alles abgedeckt. Ja, haben wir nicht abgedeckt. Okay. Da setzen wir noch einen Stein rein. Ein Stein der Weisen beispielsweise können wir da reinsetzen. Nur wenn man den über hat, kann man den da reinsetzen. Ne? Also, falls du einen zu Hause hast, Stein der Weisen, kannst du den in die Lücken reinsetzen. Hoppala. Ne, das war eigentlich nicht so geplant. Das war eigentlich noch so ein bisschen... So. Und dann würde ich gerne hier auch noch einen Stein reinsetzen, aber einen flachen. Das heißt, wir nehmen da so eine Felsverkleidung und die würde ich dann da reinsetzen. So beispielsweise. Und hier nochmal eine. Das sieht sehr gut aus. So, Binärforschung ist auch abgeschlossen. Schön. Für den Koala. Dann haben wir den bald komplett erforscht. Ja, sehr gut. So. Jetzt haben wir hier eine Höhle. Sensationell, wir haben eine Höhle. Okay, jetzt können wir mit den Platten, also die Verkleidungsplatten, mit denen können wir jetzt arbeiten. Wir setzen nämlich die Verkleidungsplatten aufrecht hin. So. Dann ziehen wir die ein bisschen. Schön nach oben. Ich würde sagen, so. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir oben nicht durch den Weg gehen, aber sieht gut aus. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir natürlich frei entscheiden, wie weit wir die Höhle bauen. Aber ich würde sagen, wir gehen bis hier. Bis da. Ne? Bis da würde ich dann die Höhle, den Rückzugsort für die Koalas bauen. Ja, bis hier. So, jetzt muss ich nur gucken. Tier ist entkommen. Ah, nicht schon wieder. Bitte. Warum? Warum entkommt das Tier? Ich habe doch hier ein Gehege. Und das Gehege geht doch unten rum, oder? Sehe ich das falsch? Oder geht das jetzt auf den Stein? Nee, das geht hier unten. Siehst ja. Aber warum gehst du da durch? Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir setzen das noch ein bisschen höher. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mist. So, warte mal. Wieso ist sie noch auf 1 Meter? Wieso ist die Barriere noch auf 1 Meter? Ne, jetzt mal ernst gemeint. Habe ich die nicht runtergezogen? Ich habe die doch auf 2 Meter gesetzt, oder nicht?
warte mal, wir können die aber auch. Ach so, ich muss ja hier auch noch durchsichtig machen. Stimmt. Durchsichtig? Durchsichtig? Durchsichtig und durchsichtig. Und durchsichtig. So. Ist das richtig? Müsste, ne? So, und du wirst jetzt wieder eingefangen. Ja, ist schon in Planung. So. Ich verstehe das nicht. Warum hauen die ab? Oh, und was ist das da? Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so gut, ne? Tierpfleger zum Gehege rufen. Ja, bitte. Geeignetes Futter. Futterspender, ja, okay. Qualität Grad 2, Menge 2 von 10 Benutzer. Achso, kannst du nicht. Ja, doch, ein bisschen kannst du davon sehen. Eukalyptuszweige, Blätter und Sprossen bekommen die hier. Muss am Gehegeeingang festgelegt werden. Okay. Aber warum entkommen die Tiere? Das ist halt so ein bisschen strange. So, wie dem auch sei. Bauen wir natürlich jetzt erstmal weiter. Und hoffen einfach mal, dass wir jetzt keine Meldung mehr bekommen. Aber ich werde garantiert noch eine Meldung bekommen, 100%. Ich werde jetzt nochmal hier gesagt, Herr Röster, das geht so nicht. Ist so. 100 Pro. So. Gehege. Nein, Natur. Welchen habe ich denn jetzt gerade ausgewählt? 02. Okay, das heißt, ich müsste jetzt mal 01 auswählen, bitte. 01. So. Das, Entschuldigung. So. Und hier machen wir dann auch 01 hin. Natur 01. 01. So. Jetzt haben wir da auf jeden Fall schon mal so eine kleine Höhle, ne? Muss nur gucken. Hier geht nichts durch. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Oh, Gehege. Gepard. Was ist bei denen? Wegen Überbelegung. Oha. Ja gut, aber da sind nicht so viele drin, ne? Hier sind drin... Wie viele sind denn hier drin? 5. Okay, dann muss ich doch das Menü aufrufen. 5. 5 Geparden. So, Gepard. Was haben wir denn da? Okay, freilassen. Und 5,2 Jahre ist, glaube ich, auch kein Alter, ne? Ne, ist kein Alter. Okay, das heißt, euch drei kann ich freilassen. Bekomme dafür 811 Blätter. Sehr schön. Das lohnt sich ja. Das lohnt sich allemal. So, und hier ist immer noch die Frage der Fragen. Ne, Kängurus nicht, sondern bei den Koalas. Warum hauen die ab? Weil ich wahrscheinlich nicht auf 2 Meter gesetzt hatte, ne? Könnte sein, dass die da drüber geklettert sind. Ich habe die zwar nicht klettern sehen, aber es könnte sein. So, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen Felsen. Das hat mein fachmännisches Auge schon gesehen. Oh, Winkel können wir mal wieder deaktivieren. Der passt da schon sehr gut hin, ne? Nein, passt er nicht. Das wäre zu schön, zu wahr zu sein. So, warte mal. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Nee. Krankes Tier entdeckt. Okay. Jetzt überschlagen sich wieder die Ereignisse. Wo? Wie entkommt ihr denn? Wie entkommen die Tiere immer? Barriere. Ohne. Lege einen Umkreis für keine Barriere über, zum Beispiel einen Fluss durch den Tieren, die schwimmen können. Ach so. Ey.
Huch. Ja. Mm. Lege den Umkreis eines Geheges fest, für das keine Barriere gebraucht wird. Zum Beispiel ein Fluss, durch den Tiere nicht schwimmen können. Ja. Können Koalas schwimmen? Obwohl, nee, wäre ja Blödsinn. Also eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Zum Beispiel ein Fluss, durch den Tiere nicht schwimmen können. Ja. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Barriere oben gewölbt. Erlaube zeigen für gebogene... Was? Optionen für eine gebogene... Nee, Geheigeumriss, ja. Höhenausrichtung 1 Meter. Länge 4 Meter. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Warte mal. Hä, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Wie habe ich jetzt alle ausgewählt? Krass. Okay. Oh, ich habe die verschoben. Oha. Ich verstehe. Das sollte eigentlich nicht passieren. So. Ich habe doch alles jetzt markiert. Was ist denn jetzt schon wieder los? So, noch einmal bitte. Einmal alles markieren. Alles markieren, danke. So. Höhenausrichtung 1 Meter. Nee, wir haben auf 2 Meter sogar. Angrenzende Höhen ausrichten. Höhenmarkierung, nee. Gerade oder gewölbt? Gerade, das haben wir ja sowieso. Höhenausrichtung für Welt der Pfosten beim Bearbeiten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aha, Höhenmarkierung. Was haben wir denn da? Relativ zum Gelände. Relativ zum... ist eigentlich egal, ne? 27,40 Meter. Oh, da sind wir aber sehr hoch, ne? Höhenmodus. Oben flach. Okay, ist das jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Oben flach und unten anpassbar. Pfostenlänge variieren, um das obere, um das Ende der Barriere flach zu halten. Tiefe des unteren Pfosten kann verändert werden, um Barrieren für ungewöhnliche Gelände zu... Ja, ich habe ungewöhnliche... Wieso kann ich denn jetzt nicht runterziehen? Ich verstehe nicht, warum die abhauen können. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Wo sind die Halunken denn jetzt? Da ist einer. Okay, ist in dem Gehege drin. Du bückst nicht wieder aus, ne? Ah, kann das sein? Weil die Gehege nicht erklimmbar sind? Könnte sein, ne? Oder wir müssen einen Fluss bauen. Hm. Das könnte sein. Oh, das ist natürlich jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Können Koalas schwimmen? Das ist jetzt die andere Frage, ne? Zoopedia. Was sagt denn Koala? Kletterschutz Grad 1. Kletteranforderungen, Temperaturen, ja. Artendaten. Könnt ihr schwimmen? Eukalyptus Futterbaum. Finde ich sehr geil, dass ich den erforscht habe. Der ist wirklich neu. Beziehung zu Menschen? Selbstsicher. Können Gehege betreten? Ja. Warte mal. Geht das bei denen auch?
Nein. Das ist wieder dieses Kontroverse, ne? So, Binärforschung ist abgeschlossen. War es zu hoch oder was? Hm. Kurios, ey. Naja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, es wird langsam dunkel, könnten wir eventuell uns mal ganz kurz ums Licht kümmern. Oder eventuell, vielleicht machen wir die Höhle fertig, weiß ich noch nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.